Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge des FIFA 14 Karrieremodus mit Eintracht Frankfurt. Und ja, wir machen heute zunächst einmal das, was ja in der letzten Folge ja debattiert wurde. Und zwar schalten wir um auf Legende. Legende. Ja, also es war wirklich so, das ist in meinen Augen, ich habe es mir durchgelesen, natürlich jeden Kommentar, und es war schon ziemlich knapp. Und wir sehen auch direkt, leider Gottes, ich würde sagen, das ist das ungünstigste Starterteam, wenn man gerade auf Legende umgeschaltet hat, direkt mal beim FC Bayern München zu starten. Also schlimmer geht es nicht. Es geht nicht schlimmer. Ah, auf jeden Fall. Ja, es war ziemlich, ziemlich eng in Sachen Weltklasse lassen oder Legende. Viele haben gesagt, lass Weltklasse, zumindest mal bis Ende der Saison, und dann kann man immer noch umschalten. Aber insgesamt gesehen waren halt auch richtig viele dabei, die Legende wollten. Und ich habe mir gedacht, komm, wird jetzt schon kein Beinbruch werden, wenn du direkt mal auf Legende umschaltest und wir gehen 1-0 Rückstand, Pizarro trifft hier per Kopf. Ja, also das war auf jeden Fall der Gedanke, so nach dem Motto, okay, die meisten wollen irgendwie so ein Mittelding zwischen Legende und Weltklasse. Weltklasse, ja, hast ja gezeigt, dass du es doch locker besiegen kannst. Und dann dachte ich mir, na gut, ja, wird jetzt auch nicht so schlimm sein für die, die Weltklasse immer noch wollen. Dass ich auf Legende umgeschaltet habe, ist halt nochmal eine Stufe höher. Und alle, die Legende wollten, haben, was sie wollen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, auf Legende umzuschalten. Sollte es gar nicht laufen, ja, kann man immer noch zurückschalten. Ist ja jetzt nicht so das Problem. Aber ihr seht schon, hier gegen die Bayern, das war halt der unpassendste Zeitpunkt, auf Legende umzuschalten, den es gibt. Ja, wir sind in der 86. Minute und dann das. Serge Gnabry bricht durch die Abwehr durch und das muss das 1-1 sein. Keine Frage, gegen Bayern bekommt man 2 solcher Chancen maximal pro Spiel. Und die vergibt Gnabry dann einfach so viel zu leicht. Dann aber nochmal 90. Minute, Max Meyer scheitert an Manuel Neuer. Und ja, damit hatten wir genau diese 2 Großchancen, die ich eben noch gesagt hatte. Kurz vor Schluss. Und wenn man sowas gegen die Bayern auf Legende nicht reinmacht, ja, dann kann man das Spiel auch nicht gewinnen. Unsere 2. Saisonniederlage, 1-0 verlieren wir beim großen FC Bayern München. Ich denke mal, auf jeden Fall kein Beinbruch. Denn, ja, bei den Bayern kann man auf jeden Fall mal verlieren. Das ist halt, wie gesagt, direkt nur das erste Spiel war, was auf Legende spielen mussten, war etwas unvorteilhaft. Aber ja, man muss sich, wenn man was Neues ausprobiert, ja immer erstmal reinfinden meistens. Und so ist das auch jetzt bei mir auf Legende. Habe ich vorher noch nie gespielt, soweit ich es weiß, zumindest nicht in diesem Teil dieses Jahr. Und von daher, gebt mir einfach mal ein paar Spiele Zeit, wenn es auch in den ersten Spielen nicht so wirklich mit den Toren klappen sollte, zumindest mit vielen Toren und so. Also ja, gebt dem Ganzen mal ein paar Folgen Zeit und ich kann euch versprechen, also die Spiele, die ich bisher gemacht habe, es ist gar nicht mal so unspaßig, wie ich es gedacht habe. Ich dachte, das wäre ziemlich, ziemlich langweilig. Aber eigentlich war das Ganze relativ fordernd und eigentlich auch gar nicht mal so übel. Deswegen, ja, könnte das schon sein, dass es der richtige Schritt war, auf Legende zu schalten. Ja, dann ging es aber direkt weiter. Da ich dachte, wow, nach dem Spiel bei den Bayern der Liga muss ich direkt im DFB-Pokal ran, bei Schalke, auch direkt auf Legende. Und Benzia trifft nach 5 Minuten die Latte. Das war die erste Riesenchance auf unser erstes Tor auf Legende. Ja, es war also ein ziemlich unpassender Start für der Umstellung auf Legende, direkt bei Bayern und ein DFB-Pokal-Viertelfinale. Also hätte man sich einen besseren Zeitpunkt aussuchen können. Aber naja, also nächste Chance, Timo Werner, der aber scheitert am Keeper. Dann bringt Max Meyer diese Ecke herein. Die wird geblockt. Meyer, der ehemalige Schalker, aus der in der Winterpause kommt. Dann kommt der Ball zu. Wieder Timo Werner. Und der vollendet unser erstes Tor auf der neuen Stufe Legende. Und markiert das 1-0. Wunderbarer Treffer aus der Distanz. Nicht wirklich, aber aus gut 18 Metern, würde ich mal behaupten. Vielleicht ein bisschen weniger. Naja, doch. 18, 20 Meter zieht er das Ding rein und Unnersteil kann nicht mehr parieren. Dann der nächste ehemalige Schalker. Wir haben jetzt 2 Schalker geholt in der Winterpause. Goretzka und Meier, beide in der Startformation. Pass kommt. Meier legt zurück. Benzia muss hier auf 2-0 stellen. Wunderbar gespielt. Aber es reicht nicht zur 2-0 Führung. Erste Schalker Chance hier durch Kevin Prinz Boateng, der aber nicht trifft. Dann dieser Zuckerpass von Max Meyer. Unglaublicher Pass auf Benzia, der die nächste Chance auf 2-0 zu erhöhen. Aber wieder ist es Unnerstall, der diesen Vorsprung verhindert. Also blieb es weiter unnötig spannend. Und auch nach dem Schuss von Gnabry wieder Unnerstall.
Ja, ihr seht schon, wir waren diesmal dann im Gegensatz zum Bayern-Spiel doch wieder die dominierende Mannschaft. Aber mit so einem 1:0 konnte immer was passieren. Nächste Chance, wieder Gnabry. Und dann waren wir auch schon in der Nachspielzeit. Letzte Aktion der Partie. Huntelaar nimmt den Ball klasse an. Und dann war Platz da plötzlich. Szalai für Draxler. Aber Jonathan Tah passt auf und Zuma klärt. Und wir gewinnen tatsächlich unser erstes Spiel auf Legende. Hey, mit 1:0 gegen, oder besser gesagt, bei Schalke 04 im DFB-Pokal-Viertelfinale. Und damit stehen wir im Halbfinale und haben sehr, sehr, sehr gute Chancen, würde ich mal behaupten, auf den ersten Titel in unserer Eintracht-Karriere. Denn, ja, wie wir ja schon letztes Mal vielleicht festgestellt haben könnte, ist sowohl Bayern München auch als Borussia Dortmund schon draußen. Und das sind so ziemlich die zwei schwersten Gegner, auf die man treffen kann. Außerdem ist Wolfsburg auch draußen. Das ist für mich noch einer der schwersten Gegner. Das heißt, wir können jetzt nur noch treffen auf Stuttgart, Leverkusen, Augsburg, Köln und Gladbach. Und ja, alle diese Aufgaben sind in meinen Augen auf jeden Fall mehr als machbar. Von daher sieht das DFB-Pokalmäßig, ja, ich würde mal sagen, ziemlich gut aus und direkt erste Saison, erster Titel wäre natürlich auch nicht allzu verkehrt, würde ich behaupten. Nächster Quatsch, Transfer, Nationalmannschaftsangebot, was wir natürlich dankend ablehnen, da wir einfach keine Nationalmannschaft annehmen werden. Und dann ging es weiter in das dritte Spiel und ich dachte mir, das sei jetzt ein schlechter Witz, oder? Bayern, bei den Bayern, bei Schalke und bei Dortmund ist unser Einstieg in die neue, ja, in die neue Schwierigkeitsstufe. Das kann doch nicht sein, dachte ich mir. Das ist doch ein schlechter Witz. Also, ja, Feuertaufe direkt in der ersten Folge, würde ich behaupten. Beim Tabellenführer, wir sind mittlerweile auf Platz 4 abgerutscht. Aber ja, mit dem Sieg könnten wir mal wieder an Bayern vorbeiziehen, was natürlich gegen Dortmund leichter gesagt als getan ist. Erste Chance, Hakan Çalhanoğlu wollte da was wieder, ja, gleich machen, aber naja, trifft den Ball nicht richtig. Wiedwald verhindert die erste Chance von Dortmund. Das war eine deutlich ausgeglichene Partie als gegen Schalke, wo wir doch schon ziemlich dominiert haben. Hier die Chance, Marco Reus, der die Klasse durchgeht. Der Ball kommt zu Gündoğan, aber der Ball geht am langen Pfosten vorbei. Ich merke gerade, ich habe mich ein bisschen verschnupft an. Wenn das der Fall ist, tut es mir natürlich leid. Gatlet dann mit der nächsten Gelegenheit, aber auch der Schuss geht leider Gottes ein Stück übers Tor, nebens Tor. Auf jeden Fall knapp nicht drin. Dann direkt die nächste Chance, wieder die Eintracht, also wir. Und Januzaj scheitert an Roman Weidenfeller. Und immer weiter nach vorn. Wir wollten diesen Auswärtssieg haben. Nächste Chance, Pirmin Schwegler. Und dann Adnan Januzaj. Und wieder eine sensationelle Parade von Roman Weidenfeld. Also das hätte das 1:0 sein müssen, wie wir hier sehen. Aber Weltklasse-Parade. Und ja, dann sollte aber auch eine genauso kuriose Szene auf der anderen Seite passieren. Reus setzt sich durch, bringt ihn in die Mitte. Der Ball kommt jetzt nach einem Fehler raus zu Gündoğan oder so und dann Kuba und der Ball ist tatsächlich nicht drin. Wiedwald segelt zwar am Ball vorbei, aber der Ball, ja, geht nicht hinein. So, da waren wir in der Schlussphase angelangt, 87. Minute. Flanke kommt und Serge Gnabry scheitert mal wieder an Weidenfeller. Also vielleicht jetzt letzte Gelegenheit, 89. Minute, nochmal Dortmund am Ball, gewinnt das Kopfballduell und in diesem Zweikampf, aber der Ball kommt raus zu nein, zu Gnabry. Und der jetzt im Duell mit Marcel Schmelzer lässt ihn einmal aussteigen, lässt ihn zweimal aussteigen. Wieder Gnabry, immer noch gegen Schmelzer. Der bringt die Flanke und in der Mitte ist Alexander Meyer. Mittlerweile in der Sturmspitze in diesem Spiel. Und der trifft tatsächlich in der 91. Spielminute zum 1:0 gegen den Tabellenführer aus Dortmund. Bei dem Tabellenführer aus Dortmund. Wunderbarer Kopfball in einer Rückwärtsbewegung. Perfekt platziert. Und damit holen wir uns tatsächlich diesen Sieg und die ersten 3 Punkte, ja, in der Liga in dieser Folge auf der neuen Stufe. Wie gesagt, habe ich ja jetzt oft genug gesagt in dieser Folge, tut mir leid. Und ja, darauf lässt sich natürlich aufbauen. Wie gesagt, wir haben 2 Tore in 3 Spielen geschossen. Das ist jetzt nicht sonderlich erfolgreich, aber 2 Siege aus 3 Spielen mit 2 Toren, nenne ich mal eine starke Defensivleistung von mir. Und ja, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung von euch freuen. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.